wer ein bisschen auf den Text geachtet hat, man kann im Schlager auch mal über andere Themen singen. Ja? Es darf auch mal sogar schwerere Themen wie zum Beispiel Kinderarmut gehen. Und dann auch das, ich würde nicht sagen, Kinderarmut kann Spaß machen, das ist falsch. Aber auch das kann eine gewisse Leichtigkeit behalten. Das wollte ich sagen. Leicht wird das nächste Thema überhaupt nicht, aber wunderschön. Denn ich komme zu meinem nächsten Gast. Ja! Ah, der nächste Ghost, der nächste Guest, der nächste Gast. Und zwar ist es die wunderbare Ela. Großen Applaus für Ela! Ich hatte nicht gedacht, dass jemand mit einem schlagereskeren Jackett auf die Bühne kommt, als ich das anhabe heute. Ich dachte, ich mach das mal heute. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, du musst mir doch mal sagen, wo du es her hast, auf jeden Fall. Ela und ich kennen uns seit 2014 auch mit den Jungs zusammen. Wir haben uns kennengelernt beim ESC-Vorentscheid 2014. Ja. Das Schöne war, wir konnten eigentlich nur durchtrinken und ihr musstet bis zum Ende spielen, weil ihr nämlich gewonnen habt damals. Ihr musst richtig durchhalten, ey. Und ihr habt dann einen tollen Auftritt damals auch hingelegt beim Finale. Großen Applaus nochmal. Ja. Ja, das viel entscheidend ist, wir haben uns eigentlich erst die letzten Monate so richtig kennengelernt, weil Ela ist ja ein toller Mensch, tolle Sängerin, aber vor allem auch fantastische Songwriterin. Ja, ja, da kann man ruhig mal platzen. Platzen lieber nicht. Und Ela hat gerade einen so wunderschönen Song, als ich den Song gehört habe, da kam ich erst auf die Idee, dass ich mir Gäste einladen will, weil ich wollte diesen Song mit ihr singen. Und das machen wir jetzt auch. Ihr aktueller Song jetzt, Charade. Es könnte doch so einfach sein, sich zu finden und so zu bleiben, ohne große Worte alles zu sagen. Warum steht so viel zwischen den Zeilen? Wir sprechen in einer Rüte, Stille Trost. Du bist dafür und ich dagegen. Ich glaub, du spielst mit mir Charade. Wir reden nicht mehr geradeaus, renn gegen deine Fassade, an der du immer weiter baust. Auch wenn du diese Runde gewinnst, hast du auch etwas verloren. Ich hab keinen Bock auf Charade, für mich gibt's hier nichts zu erraten. Ich hab keinen Bock auf Charade, für mich gibt's hier nichts zu erraten. Wir sprechen
sprechen in Rätsel, stille Post. Auch wenn wir es grad nicht sehen können, hoffe ich immer noch, dass wir uns wiederfinden, dass wir uns wieder verstehen. Ich bin dafür, du dagegen zu können, wir nur fallen oder stehen. Du spielst mit mir Scharade, wir reden nicht mehr geradeaus. Renn gegen deine Fassade, an der du immer weiter baust. Auch wenn du diese Runde gewinnst, hast du auch etwas verloren. Ich hab keinen Bock auf Scharade, für mich gibt's hier nichts zu erwarten. Ich hab keinen Bock auf Scharade, für mich gibt's hier nichts zu erraten. Ich hab keinen Bock auf Scharade, auf dich lohnt es sich nicht zu warten.